So, Tag 2 auf der Insel. Wobei, ich weiß nicht mal genau, ob das eine Insel ist. Hier hinten brennt was. Ein Zombie. Oh, verdammt, hier habe ich es noch einmal mit diesen Viechern zu tun. Gestern bin ich hier auf der Insel gestrandet. Seit heute habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht meine Abenteuer dokumentieren soll. Zombie! War halt der ein Fehler dabei? Warum brennt er an Tageslicht? Doch, ist egal. Es ist informativ zu wissen. Notiz für mich selbst, wenn ich sie irgendwann niederschreiben kann. Zombies an Tageslicht locken. Und meine Geschichte beginnt hier am Strand. Ich wurde wach. Recht gedächtnislos hier in dieser Bucht. Nun, jetzt versuche ich irgendwie hier zu überleben. Und das war meine Geschichte. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen. Davon habe ich meine Militärerfahrung genutzt und mir einen kleinen Unterkunft in den Berg gehauen. Nun, vielleicht sollte ich dort unten etwas weiter hämmern. Weiter in die Tiefe graben. Erstmal lagere ich diese Feder. Eisen? Interessant. Hier kann ich mir an Vorratskisten lagern. Und die Feder. Also Feder kann ich mir vielleicht irgendwann Pfeile basteln, aber... Was benutze ich als Spitzen? Wahrscheinlich werde ich diese Stöcke als... das länglich des Pfeils benutzen. Doch, da fehlt mir immer noch die Spitze des Pfeils und die Zähne des Pfeils. Auch sowas wird sich auch irgendwie auftreiben lassen. Ich meine die Spitze des Pfeils und die Zähne des Bogens. Meine Hacke ist kaputt. Immerhin habe ich noch eine andere aus Stein. Meine Militärerfahrung kommt mir hier wirklich zu gut. Doch langsam bekomme ich Hunger. Ich glaube, ich sollte mir was zu essen jagen. Jetzt lasse ich alles hier, was ich nicht brauche, um leicht zu sein. Ich könnte auch ein Tier mit meinen bloßen Händen jagen, doch... das lasse ich mal lieber. Oder... vielleicht muss ich nicht mal Fleisch essen. Sieht mir aus wie Samen. Die könnte man bestimmt auch irgendwie aussehen. Was habe ich in meiner Militär... was habe ich in der Militärschule gelernt? Samen gedeihen nur auf Erde. Und auch nur in Wasser und auf fruchtbarem Gelände. Fruchtbares Gelände, ich glaube, dazu braucht man etwas Hackiges. Eine Hack, eine Sense oder etwas. Eine Steinhack. Damit gehe ich wohl jetzt auf die Jagd. Nein. Damit sähe ich mir Getreide aus. Zum Glück weiß ich vom Militär auch alles, was ich tun muss dazu, aber... wenn ich Pech habe... das ist nass als der Rest. Vielleicht, wenn ich hier das tiefer grabe. Nun, ich hoffe, dass in dieser Welt noch alles den Gesetzen gehorcht, die ich kenne. Nun, Schwerkraft ist mal erfüllt. Ich hoffe, dass hier nicht zu viel dieser Untoten herumlaufen. Sie werden sich wohl irgendwo verstecken müssen, wenn Tageslicht eingebrochen ist, aber ich werde sie wohl in dunklen Höhlen noch irgendwo finden. Oh. Nein, ich kann nicht mehr warten auf das Getreide. Ich gehe mir ein Schwein jagen. Mit einer Hack. Ich denke, mit einem Stein kann man dieses Wesen auch töten. Mit der Armee wurde ich auf das Dringendste trainiert, doch... ist immer noch...
ungewohnt, Tiere zu töten, die nicht mit einem verfeindet sind. Ich war so hungrig, dass ich das Fleisch direkt gegessen habe. Ein Wasserfall. Irgendwie werde ich mir irgendwas noch suchen müssen, doch. Bis ich sterbe, bleibe ich auf dieser Insel. Oder ich werde irgendwie geholt von meinen Kollegen. Vielleicht erinnere ich mich auch noch an die genauen Umstände, wie ich hier gestrandet bin. Momentan weiß ich nur noch, dass ich hier gestrandet bin, aber nicht mehr warum. So, dass ich hier gestrandet bin, ist klar, aber warum bin ich hier gestrandet? Ich will noch mehr dieser Bäume zerstören müssen. Dieses Gras, diese Tannen. Vielleicht werde ich auch einfach nur meine Wasserfälle mal bemühen. Wie ist hier eigentlich ein Baum gewachsen? Mitten im Nichts, nennen wir es mal Nichts. Vielleicht gehöre ich das alles doch nicht den Gesetzen, die ich kenne. Ah, das Getreide beginnt zu wachsen. Meine Unterkunft wird jedoch mit der Zeit höchstwahrscheinlich zu klein werden. Nun, hoffentlich kann ich meine militärischen Aktionen noch durchführen, um mir ein Maschinenpistol zu bauen, aber das bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Vielleicht kann ich mir irgendwelche Tiere zähmen. Kakteen? Was habe ich? Kakteen. Stacheln! Tintenfische. Tintenfische, nein, besser nicht, die sind glaube ich giftig. Aber diese die Stacheln von Kakteen, die kann ich bestimmt gebrauchen. Hm. Ich weiß nicht, woher ich das weiß, aber Kakteen und Zombies vertragen sich nicht. Schafe. Nein, ich sammle besser jetzt noch ein bisschen Gras, aber je mehr ich von dem Zeug habe, desto besser wird mein Leben verlaufen, nehme ich an. Nun, ich hoffe, dass das Zahl hier funktioniert. Und hier ist es dunkel, hier könnte ich eventuell Zombies antreffen. Ah, ein guter Platz, um einen Kaktus auszusäen. Kaktus, verteidige mich vor Zombies! Ich glaube, er weiß es jetzt. Ein paar Fallen, die Gegner zu verwirren, wird nicht verkehrt sein. Ich hoffe nur, dass ich da noch heil durchkomme. Oder ich gehe einfach press an der Hauswand. Ja, das ist auch gut. Ich glaube, das Fleisch lag ich, bis ich wieder Hunger habe, aber zuerst. Nun. Ich glaube, das Regen könnte den Wachstum fördern, doch ich weiß nicht, ob es in diesem Umfeld überhaupt Regen geben kann. So. Es ist immer noch mein erster Tag hier. Und wahrscheinlich werde ich drauf gehen, aber nun, was soll's? Ich sollte positiver denken. Das Getreide wird mich am Leben halten, wenn ich hungrig bin. Ja, außerdem wird es mir weitere Kräfte geben, um dem Zombie-Anfall zu überstehen. Wenn ich Glück habe, sind die Zombies das Schlimmste, was hier kommt. Wenn ich Pech habe, sind hier noch irgendwo Russen und Nazis. Aber das wird eher unwahrscheinlich sein. Ich hoffe, dass ich nicht auf den schlimmsten Feind des Soldaten stoße. Den Kommunisten-Nazi-Zombie. Doch
Ich denke, die werde ich nicht hier anfinden. Sehr dunkel. Wo steht die Sonne? Ich kann die Sonne nicht mehr am Himmel sehen. Das weist auf nichts Gutes hin. Das Wasser fließt stark. Die Seen, ich denke, ich... Ich gehe mal schlafen und hoffe, dass ich die Nacht überstehe. Nur... Hoffen wir, dass die Zombies nicht klug genug sind, die Tür zu öffnen. Logbuch Ende. Gute Nacht, Insel oder was, wo ich auch immer jetzt gestrandet bin. Ich verabschiede mich.